ADDTADTSL. Keine Ahnung, wofür das steht. Anales After Tourette Syndromleitung. Und sowas. Ach ja, heute bin ich auch tatsächlich etwas müde. Wie lange müssen wir diesen Geschützturm ablenken? Eiskalt ist aber nicht einfach alles. Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Du musst mit dem Jet. Fang nicht an, durch zu. Sparta! Dich haben sie ja ganz schön zerlegt, nicht wahr? Und Level Up natürlich, ihr Bitches. Es ist soweit. Wieder die Qual der Wahl, was ich hier mache, liebe Freunde. Das wäre natürlich nice. Das andere wäre natürlich auch super nice. Mach mal das, dann gibt's Mox-Schaden. Dann habe ich im Prinzip wirklich das Maximale an Schaden aus meiner Sneakigkeit im Prinzip rausgeholt. Danach heißt es vielleicht irgendwie was davon machen. Vielleicht davon, also ich hätte auf jeden Fall Lust, irgendwas mit Speech zu machen. Lady Killer zum Beispiel. Jeder überlebte Kampf. Das ist so ranzig. Ich sehe gerade hier unten meine Lebensleiste. Und es juckt mich einfach nicht die Bohne. Spürst du das? Das nennt man Angst. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen. Dieser kleine Wichser. Ich würde sagen, für dieses. Ja doch. Diese kleine Wichser schlitzt dich auf, nachdem er das Ding geknackt hat. Weiter kann ich die Scheiße nicht einfach eintreten. Das ist doch so ein morsches altes Scheißschloss. Geschafft. So. Ja. Puls und Schmerz. Nichts mehr zu sehen von ihm. Das gefällt mir nicht. Komm, es ist vorbei. Die haben sich verpisst. Entspann dich. Ich entspann mich, wenn ich kann. Klar? Ja, ja, schon klar, Mann. Du machst eigentlich immer so eine scheiß Laune. Du bist noch am Leben, oder nicht? Sei mir lieber dankbar, statt ständig rumzumeckern. Jetzt halt die Klappe und mach deine Runde fertig. Wie du meinst, Boss. Deine Zeit ist abgelaufen, Arschloch! Gehen wir jetzt. Erwischt! Denk nicht dran!
Das kommt ja, damit ich dich auch aufschlitzen kann. Wow. Ich wollte eigentlich einen schweren Angriff machen, aber okay. War aber lustig. Okay, das C ist es nicht. Ich habe keine Plan. Das heißt, Klammern. Also. Bin durch. Okay, braucht man nicht. So. Ach ja, es gibt übrigens eine neues neues DLC zu. Also nicht DLC, sondern. Ja doch. Eigentlich so gesehen, ja doch. Für. Ding. GTA. Nachricht an Alexander Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen in ihrem Berufsfeld Diskretion wichtiger ist als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie. Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und Sie haben Ron Travios sauber weggepustet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. So, haben wir jetzt eigentlich den 8. auch schon angehört? Ich glaube nicht. Nachricht an Rodrigo Palomar. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt und das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Boah, Alter. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Richtig ranzig. Was heißt das, ist es nicht? Cargo ist es auch nicht, hä? Okay, das sagt uns nichts. Na, ich bin jetzt auch zu faul dafür noch. Shit zu knacken. Nee. Ah. Okay, wir sind hier nicht in der Asservatenkammer. Interessant. Das ist hier nur so ein Regionalbüro. Okay, das ist interessant. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Asservatenkammer wäre, das wäre natürlich auch noch nice. Ich komme mir gerade vor, so ein bisschen wie auf einer Schnitzeljagd.
Aufzeichnung Nummer 8 müssen wir ja haben. Haben wir ja auch. Oder? Weil das ist ja nicht die Asservatenkammer, das ist ja das Signalbüro, ja. Boah, wo könnte der Rest sein?